hallo meine Lieben. Jawohl, ich habe noch ein Haul und zwar von EMP und auch ein bisschen außergewöhnliche andere Sachen von Shein und auch noch ein bisschen Merch. Und zwar habe ich mir hier so einen langen Mantel geholt, der ist wie ein Kapuzenpulli, also hat auch eine Kapuze, schön dick, lang geht, also bis über den Popo, hat einen schrägen Reißverschluss. Hat hier überall so schöne Abschlüsse. Das ist so eine Tasche. Hier unten der Gummi für ja beim Popo zum Zumachen. Schöne taillierte Form. Allerdings Größe 4XL, weil die fallen echt klein aus. Von der Marke Red bei EMP. Also mega, mega cooles Teil. Ganz kuschelig, ganz, ganz dick. Also liebe ich sehr. Ganz, ganz, ganz gemütlich. Was mir aber letztendlich den Reiz gegeben hat, bei EMP zu bestellen, waren neue Grinsekatzensachen. Und ich fange an. Das ist die Größe XXL und passt mir auch sehr gut, weil die Merch-Sachen tatsächlich auch immer ein bisschen kleiner ausfallen. Wir haben einen Rundhals Kleid-T-Shirt. Also es geht auch so bis über den Popo. Und zwar von Zensiert Alice im Wunderland mit diesem wunderschönen Grinsekatzen-Print. Guckt mal. Und das ist auch wirklich Glitzer. Und es ist vor allen Dingen auch die blaue Grinsekatze, die ich ja so vergöttere und liebe. Mega, mega geiles Teil. Also es ist wirklich ein langes T-Shirt. Und ja, wunderschön. Ist auch, denke ich mal, Baumwolle. Ist leicht elastisch. Was haben wir hier für ein 100% Baumwolle? Und das Bündchen hat 5% Elastan und 95% Bündchen. Aber das Obermaterial ist komplett 100% Baumwolle. Ja, sehr, sehr, sehr schönes Teil. Und die hatten auch noch ein Pulloverkleid von der Grinsekatze. Und das war natürlich mein komplettes Aus. Und ich hatte auch noch 25% Rabatt. Und ja, guckt mal, hier ist der Pullover mit ja, Bändern. Wir haben natürlich lange Ärmel. Hier, das hier ist auf dem einen Ärmel drauf, oben am Oberarm. Wie am Matt hier. Und auf dem anderen Ärmel ist auch noch mal das gleiche und der Pulli ist auch, also das ist auch ein Pullikleid, geht auch bis über den Popo. Und hier haben wir Wonderland, dann haben wir einen ganz großen Kompassuhr und dann haben wir riesengroß hier die Grinsekatze. Hoch. Die Grinsekatze als Pulli. Mega, mega, mega. Da würde ich jetzt gerne so Krauli-Krauli machen. Tolles Teil. Ist aber halt auch nur ein ganz normaler Pulli. Ist jetzt nicht irgendwie großartig auf Figur geschnitten oder so. Ist einfach nur, geht nur langweilig gerade nach unten. Aber der Druck haut natürlich alles raus. Dick ist es auch wie ein ganz normaler Pulli. Also mega geil. So, dann habe ich, bleiben wir mal gerade bei der Grinsekatze, auch noch was entdeckt bei Temu und auch bei AliExpress. Die hier habe ich jetzt, glaube ich, von Temu. Die andere, die ich euch gleich zeige, habe ich von AliExpress. Und zwar habe ich mir diese Uhr gekauft. Das ist, ich glaube, die habe ich euch aber auch schon gezeigt. Weiß ich aber nicht genau. Das ist so ausgeschnittenes Plastik. Dings, ich bin immer noch am Rätseln, ob das eine Folie zum Abziehen ist oder ob das so ist, weil eigentlich kenne ich solche Rohlinge jetzt nur, dass das eine Folie ist, die man abziehen kann. Weil ich finde hier, ich kriege hier nirgendwo einen Anfang hingezuppelt. Ich gucke nochmal genauer hin. Ja, hier, das ist ein bisschen billig gemacht, weil das auch einfach nur ein aufgeklebtes, blödes Öhrchen ist. Aber es ist sehr schön mit den ganzen Charakteren von Alice im Wunderland. Es ist wirklich sehr schön. Hinten kommen Batterien rein oder eine kommt rein. Und geiles Teil. Ich bin auch mal gespannt, wie laut es knackt oder klackt oder wie auch immer. Sehr, sehr geil.
So, wir bleiben aber beim Thema Katzen, sobald ich hier den Karton zu habe. So. Wir bleiben beim Thema Katze. Und zwar habe ich dieses Motiv schon so lange auch in Amazon in meiner Wunschliste, aber war mir auch immer ein bisschen zu teuer. Und die Größe, die ich optimalerweise haben wollte, immer ausverkauft und auch ein bisschen zu gewagt, weil keine Größentabelle da war, welche Größe man kauft, weil entweder fällt es asiatisch aus oder englisch, amerikanisch. Und ja, auf jeden Fall habe ich sie jetzt aber bei AliExpress gefunden, auch für günstiger. Und was soll ich sagen? Ich musste es haben. Und zwar, ich habe eine neue Hose. Die ist in der Größe 2XL. Ja, es hätte tatsächlich auch nur also normales XL gereicht. Aber ist cool, wenn die auch ein bisschen locker sitzt. Also die rutscht jetzt nicht im Popo runter. Aber ein bisschen zumachen muss ich es mir trotzdem. Ganz normale Jogginghose, auch mit Taschen. Hier das Bündchen am Bein unten ist Polyester, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und aber guckt euch mal an, das sind ganz viele Katzentacos im Weltall. Es ist einfach crazy. Hier ist eine Katze als hier, wie heißt es? Hotdog, genau. Ja, es ist einfach so krank, wie man auf so Ideen kommt. Und liebe Leute, was soll ich sagen? Achtung, Stuhl. Was soll ich euch sagen? Ich wollte eigentlich immer den Pulli. Hab zuerst die Hose entdeckt und als ich die Hose gekauft habe, dann ist mir natürlich leider Gottes auch noch der Pulli zugerutscht. Der Pulli hat ein leicht anderes Material, der hat nämlich eine Fließfütterung. Der hat nicht nochmal das Polyester, sondern da konnte man wählen, ob man das Polyester will oder das Fließ. Ich wollte das Fließ, weil ich habe von dieser Machart schon viele Pullover, zum Beispiel auch die Katze als DJ mit der Pizza, die ist auch so in dieser Qualität. Und hier haben wir den Pulli. Ist ein schöner Hoodie mit einer großen Känguru-Tasche, hier einem schönen Abschluss. Hier. Da habe ich auch jetzt die Größe. Welche Größe habe ich? 4XL. Ist auch wirklich groß. Also 2XL hätte hier definitiv auch gereicht. Aber ich mag es, wenn so außergewöhnliche Pullis doch sehr weit und schön leger sind. Hier der Druck ist auch viel besser. Der ist nämlich scharf, der auf der Hose. Der ist ja, wenn wir uns den mal anschauen, nicht scharf. Aber ist es auch nicht schlimm. Aber trotzdem gibt es da deutliche Qualitätsunterschiede, was das Design betrifft. Aber auch die Farben, die Farbe von der Hose sind wiederum auch ein bisschen anders. Aber wenn man das zusammen anhat, was ich übrigens nicht empfehle, weil es einfach zu crazy ist, aber wenn man es zusammen anhat, fällt das nicht auf, tatsächlich. Aber wie gesagt, ich rate jetzt niemandem, das zusammen anzuziehen. Und das gibt es zum Beispiel auch noch als kurzärmeliges Hemd. Also tobt euch aus, dankt mir für den Tipp. So, bei Shein habe ich noch dieses tolle Blüschen entdeckt und zwar, ich zeige euch erstmal das Muster und zwar diese knallbunte Halloween-Bluse, die fand ich so geil, weil das halt auch so knallbunt ist, ne? Hammermäßig und die ist auch was ganz Besonderes, diese Bluse. Und zwar ist die so ein bisschen Fukuhila-mäßig, aber auch sehr lässig geschnitten. Ich habe mir aber jetzt hier schon Knoten reingemacht, weil ich so Blusen gerne so trage. Und sie hat hier so richtig aufgepuschte Push-Fluffärmel, ne? Also wie man das so ganz früher aus der Disco kannte. Wisst ihr, wie ich meine? Geil. Mega, mega geiles Teil. Finde ich ultra schön und ästhetisch und was weiß ich, will ich haben. So, und sorry, dass ich ein bisschen schneller bin, aber ich wollte mal gucken, ob ich hier vielleicht noch andere Klamotten reinkriege, damit ich die Klamotten jetzt mal in einem Video abgehakt habe. So, und ich habe mir bei Shein auch noch ein knallbuntes T-Shirt gekauft. Das hier ist das von hinten, aber von vorne, ihr lieben Leute, das habe ich übrigens in der Größe, ich glaube XXL. Und von vorne ist das. Sind das die Klecksbärschis? Und da ist es einfach wunder, wunderschön, dass das jetzt auch so regenbogenmäßig ist. Sehr schön. So,
So, dann zeige ich euch jetzt noch eine Merchandise-Sache. Und zwar habe ich meinem Mann oder uns auch eine Uhr gekauft, weil meine Grinsekatze soll woanders hin als dieses hier. Und hier, das hier kommt auch ins Wohnzimmer. Und schaut mal, das ist ein Alien vom Alien-Film. Und wir lieben ja H.R. Giger, den Macher von, oder die Erfinder von diesen Aliens und Maler von diesen Aliens, und deswegen, ja, musste das unbedingt mit. Es ist auch so aus Plastikzeug ausgeschnittenes, gelasertes Zeug und hinten auch ganz normal mit einer Batterie als Uhrwerk. Aber es ist einfach mega geil und für Fans natürlich auch absolut klasse. Also Fans werden für, egal wovon sie Fans sind, ich meine, es gibt für alles eine Uhr davon. Mega cool. So, jetzt räume ich hier ein bisschen auf und schau mal, was ich euch sonst noch hier zeige. So, ich habe mein Licht angemacht. Ja, und was soll ich sagen? Natürlich habe ich noch viel mehr Klamotten. Und ja, das wird auch wieder ein 40-Minuten-Video. Bei Temu habe ich mir auch noch einen Pulli bestellt. Der fühlt sich nicht so ganz so polyestermäßig an. Muss ich gleich mal gucken, was drin ist. Auf jeden Fall haben wir hier eine rot-orangene Kapuze. Dann haben wir hier so gelb, was ins Grün geht, was ins Blau geht, was ins Lila geht, mit einer Känguru-Tasche. Ist auch ein bisschen länger. Dieses Pullöverchen ist sehr eng auf Taille geschnitten. Und ich habe schon die größte Größe, und zwar eine 2XL. Mega geiles Teil. Farbenprächtig hoch 10. I like it. Und es ist 95% Polyester, 5% Spandex. Es fühlt sich echt total weich an und alles. Also ich habe auch jetzt nichts großartig gegen Polyester. Das kann nur stinken oder leicht entzünden, und manchmal kratzt es, und man schwitzt halt ultra drin und es saugt halt nicht so sehr, ne? Finde ich jetzt zumindest. So, dann noch ein T-Shirt. Ich glaube, das war AliExpress. Größe 2XL, auch wieder weiß. Ich mag ja, wie gesagt, kein weißes T-Shirt, aber ich muss das einfach haben wegen dem Aufdruck. Die süßen Delfine, der süße Regenbogen, die Sonne, und dann hier. Innen bin ich tot. Geil, oder? Mega, mega geil. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Hammer. So. So, wie so oft sage ich heute noch, so könnt ihr mal eine Strichtabelle machen. Ich habe noch einen Pullover ohne Kapuze und auch ohne Känguru-Tasche. Und zwar sieht der so aus. Ha, mein aller beliebtestes Muster, was Batik und Bunt betrifft, diese Spirale, aber in allen Farben. Manchmal ist es auch so, dass dann Lila nicht dabei ist oder Pink nicht dabei ist. Und das hier ist meine absolute Lieblingsspirale oder Art von Lieblingsspirale, weil einfach alle Farben vertreten sind. I love it so much. Dieses Ding, hammermäßig geil. Ist ein ganz normaler Pulli, den kann man auch einfach nur mal unter einem T-Shirt anziehen. Und ja, kann man ja machen, wie man möchte. Dann habe ich mir auch noch eine Sweatjacke geholt. Und zwar sieht die so aus. Das ist jetzt die Kapuze. Aber ich wollte euch nur schon mal das Muster ein bisschen zeigen. Und zwar ist die auch, ne, die ist nicht lang. Die hat eine ganz normale Länge. Und die habe ich mir jetzt auch in der größten Größe geholt. Aber da muss ich sagen, habe ich auch noch ein bisschen Platz drin. Ich weiß jetzt nicht, welche Größe, doch hier 2XL. Aber da, wie gesagt, da habe ich auch noch ein bisschen Platz drin. Das ist so ein ganz süßes Überziehjäckchen, auch hier mit einer geteilten Känguru-Tasche. Ganz niedlich, hatte ich auch schon an. Super genial. Und bevor wir dann zu einem massenhaftes gleiche Produkt kommen, habe ich hier auch noch ein Pulli, der ist auch so, den hatte ich auch schon an, wurde total dafür gelobt. Und zwar habe ich mir diesen geilen Katzenpulli gekauft. Und der hier oder auch die Regenbogensachen, gerade auch in dieser Verbindung mit dieser ombre verlaufenden Leggings von Halara oder jetzt auch mit dem, die Sachen, die ich euch jetzt zeige, gemischt, total geil. Und zwar lasse ich den mal gerade hier. Und zwar, ich habe mir von diesen Leggings, die sind wie die Halara-Leggings, habe ich mir noch welche geordert. Und zwar hier einmal in Lila. Die haben auch hier dieses Arsch-Push-Up-Zeug und hier überall diese
Zonen, also die passen auch exakt wie die Halara. Und ja, finde ich total geil. Mega, mega geil. Und da habe ich jetzt mal natürlich so alle Farben zugeschlagen, die es so gibt. Und habe aber jetzt auch zwei dabei, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. So, ich lege euch nur einfach die Farben hin, weil die sind alle gleich. So, einmal ein Pink haben wir noch. Dann haben wir hier ein Altrot verwaschen mit einem Schwarz. Dann haben wir eine Lindgrüne. Und ja, die ziehe ich auch tatsächlich an. So, hier ist eine andere. Die ist aber nicht zu empfehlen, weil die ist auch zu groß. Und die ist auch, ja, die hat keine Push-Up-Zonen. Das ist so eine ganz normale Leggings. Die hat zwar hier verschiedenen anderen Stoff, aber das ist nur Stoff ohne Push-Up. Und sie ist auch halt wirklich zu groß. Die labbert an mir. Ein bisschen dumm gelaufen, ne? Dann habe ich noch diese Leggings. Die ist auch anders, weil die hier, die hat einen schönen Ombre-Effekt. Sie hat auch einen Popo-Push-Up, aber sie hat auch überall mehrere Löcher in verschiedenen Größen. Also hier das komplette Bein ist quasi Netz und hier oben am Oberschenkel hat sie größere Löcher und die ist schon sehr geil, ne? Ja, ist schon so, muss man so sagen. Dann habe ich noch einen in einem Blauton. Und nochmal eine in Rot, aber ich würde fast sagen, ist das das gleiche Rot? Nee. In einem dunklen Rot. Burgundi. So, und ich habe noch diese Leggings. Die ist aber auch eine ganz normale. Also die hat auch jetzt kein Push-up oder so, das ist eine ganz normale. Die ist mir tatsächlich auch zu groß. Das ist zwar Größe L, aber ja, sie flattert. Sie hat oben nur ein ganz normales Bund und ich wollte die aber wegen dem Muster haben. Ja, weil ich sie so schön finde. Und wo ist es? Hier ist es. Ich habe mir noch so ein Yoga-Set geholt, weil ich da auch mal so krass neugierig drauf war. Ach, hier haben wir sogar auch noch, guckt man noch eine dunkelgraue Leggings. So, und zwar das Yoga-Set besteht aus einer Hose mit Waffel, also mit Thermo-Waffel-Stoff. Hose, ein Sport-BH und ein Jäckchen. So, hier haben wir die Hose. Die muss ich sagen, ist mir zu groß. Ich habe Größe XL genommen, weil die Jacke und das BH-Ding dann auch XL sind, ne? Obwohl ich oben X immer größer bin als unten, aber naja, ich habe mir gedacht, zwischen L und XL ist das gar nicht so viel Unterschied, aber doch, es ist schon für mich sehr viel Unterschied, weil hier die Labda, also die ist nicht so stramm wie die anderen Leggings, aber man muss auch dazu sagen, die hat auch keinen Arsch-Push-Up, ne? Die hat zwar hier so ein bisschen was und hier so ein bisschen was, aber das pusht nicht viel. Das ist nicht so stramm wie bei den anderen Leggings und die hat auch keinen Arscheffekt und so. Die hat hier dann noch mal ein bisschen was und hier hauptsächlich hat die dieses tolle Waffelmuster, was dann halt natürlich schön wärmt. So, einmal das. Dann besteht das hier, habe ich euch ja gesagt, aus einem Sportbustier und das ist sehr geil. Das habe ich auch so jetzt schon oft an. Ein schönes Sportbustier. Und zwar hat das, hier schlüpft man durch und dann hat das hinten auf dem Rücken relativ weit oben diese überkreuzten Träger, die auch sehr schön breit sind. Hier unten hat man noch ein breites Unterbrustband und die Jacke. Das ist so ein kleines Jäckchen, was nur über die Brüste geht oder bei dünnen Menschen. Dann noch so ein bisschen bis zum Bauchnabel, aber nur so angehaucht bis zum Bauchnabel. Auch mit dieser tollen Optik, natürlich alles passend zur Hose, komplett gleiche Farbgebung, ein toller, toller, breiter Kragen, also super auch für Kälte. Und hier die ganz tollen Arme. Also die Arme, das macht so spitzen tolle Arme. Und hier noch mit einem Daumen.
Ding, also die Jacke, ich krieg die auch zu. Ja, sieht natürlich ein bisschen gepresst aus. Also eigentlich passt es mir alles. Das BH-Ding super, die Hose ein bisschen zu groß, die Jacke ein bisschen spack. Aber wenn man Selbstbewusstsein hat, könnte man das durchaus so anziehen oder man lässt die Jacke auf, dann sieht es auch cool aus. Also nichtsdestotrotz mega geile Sachen. So, dann würde ich sagen, Gott sei Dank habe ich die Klamottengeschichte jetzt abgeschlossen damit. Sind ja doch schneller fertig geworden. Und ich habe hier noch eine große Temu-Tüte und eine mittlere Temu-Tüte und noch den Action-Einkauf. Ich schaue mal, was ich jetzt noch mache. Und ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Also, haltet die Ohren steif, gell? Tschüss!